So, wir haben jetzt mittlerweile das Radio tatsächlich abgebunden, inklusive dem Original-Einbaurahmen. Ja, das war das, was hier verbaut wurde danach, nach dem Kassettenradio. Und ja, auf jeden Fall, irgendein Händler hat es dann rausgenommen, warum auch immer. Hier haben wir den Einbaurahmen mit dem Originalradio bei. Na, alles noch da. Bis auf, ich glaube, die Schrauben fehlen. Ja, die müssen wir uns dann tatsächlich nochmal nachträglich irgendwie organisieren, dass wir das da alles wieder vernünftig reinbekommen. Und dann sitzt das. Also das hier wäre der Originalanschluss gewesen. Ja, so sieht der aus wie beim Camaro. So ähnlich zumindest. Und das ist auch das Einzige, was die beiden gemeinsam haben. Ne? Und ja, wir sind mega happy. Also wir wurden da richtig herzlich empfangen. Aber dazu gleich mehr. Jo, auf jeden Fall, wir wurden herzlich empfangen. Machen wir die Heckklappe zu. So. Und ja, haben noch einen Kaffee getrunken zusammen. Ne? Ja, die Mutter, ja, die hat sich da richtig, richtig gefreut. Wir haben extra noch Fotos mitgenommen. Ne? Die kennt ihr ja schon aus einem anderen Video bezüglich des Fahrzeugs. Ne? Wo wir bei Twinner waren in Berlin. Ja? Da haben wir auch ein Video zu. Im hier irgendwo auf YouTube, müsst ihr mal gucken, bei mir auf dem Kanal. Ja? Ich versuche jetzt hier gerade irgendwie alles zu koordinieren und irgendwie geht es doch wieder schief. Naja, man kennt es. Ja? Ja, warum auch nicht? Nee, ne? Immer nur ja. So, also, tjo, was soll ich sagen? Ne? War echt lustig, also ja, sie hat sich richtig gefreut und also ihr kamen auch richtig die Freudentränen, dass er den Wagen wieder sieht. Also sie hat ihn wirklich richtig lieb gehabt und er musste auch mal kurz für sich den Raum verlassen. Ja, der Vater von dem Jungen, der den Wagen hatte, der Sohn war auch mal kurz da, haben wir den auch mal kurz kennengelernt und ja, er war dann leider nicht lange da. Ich denke, dass er sich auch irgendwo einerseits gefreut haben wird, ja, den Wagen so wiederzusehen, wie er war. Ja? Und das ist das Entscheidende. Ne? Ja, und ja, das konnte er wahrscheinlich nicht so zeigen oder was, ich weiß es nicht. Ne? Man weiß ja, wie Männer eben so sind. Ja? Jo, jetzt haben wir das erstmal hinter uns. Jetzt waren wir gerade mal bei McPappe hier, also McDonald's. Ne? Und haben das nochmal alles Revue passieren lassen und ja, ich freue mich schon, wenn ich das Radio hier richtig einbauen kann. Ne? Wir werden wahrscheinlich dann, das wissen wir noch nicht ganz genau, auch den Rahmen verbauen. So, so ist besser, ne? Ja, in der Holzoptik, sag ich mal. Ja, damit wir hier ein bisschen schickeres Ambiente drin haben, vor allem, weil jetzt ja in der Verkleidung ja offensichtlich da die Löcher drin sind. Und ja, das gefällt uns natürlich nicht. Ne? Wenn wir natürlich den ganzen hier nochmal in schwarz rankriegen, den Rahmen, dann ist das auch nochmal was anderes. Ne? Aber ansonsten kommt das Holzding, also Holzoptik da rein. Ne? Und gut ist, also eigentlich ist das bloß das gleiche in schwarz, nur halt mit brauner Farbe übergepinselt. Und geguckt, was hängen bleibt, so nach dem Motto, ja. Also mehr ist das auch nicht. Tja, ansonsten, er hat sich den Wagen auch nochmal überall angeschaut. Ja, es ist alles noch so, wie er den damals abgegeben hat. Und die haben auch ganz schön erzählt, was sie alles versucht haben, ja, um das Auto loszuwerden, weil die brauchten den Platz. Und Junior wollte dann eben jetzt ein anderes Auto fahren. Ja, und auf jeden Fall haben sie dann tatsächlich überall bei den Händlern hier in der Gegend nachgefragt. Keiner wollte den und auch
bei einer Fahrschule, ja, die hätten den sogar verschenkt gehabt, ja. Mal ganz ehrlich, wo kriegst du so ein Auto schon geschenkt, ja? Das ist der Hammer, ja? So, und keiner weiß ihn zu schätzen, keiner wollte ihn. Da habe ich mit dem Auto wirklich was gemeinsam, ja? Ich kenne das aus meiner Kindheit, ne? Mich wollte auch nie wirklich jemand, ja? Und bis ich dann ja eben zu einer Pflegefamilie gekommen bin, ja? Und wurde auch immer nur rumgeschubst. Und genauso ging das mit dem Auto dann auch danach los quasi, von einem Händler zum anderen. Irgendein Händler hat dann alles ausgebaut, hier mit dem Radio und was ich euch ja gezeigt hatte, ja? Ja, mein Beifahrer steigt gerade wieder ein hier. Ne? So, wir haben dich alle im Blick. Ja, so ist das, ne? Und ja, und das, also in dem Sinne habe ich was mit dem Auto gemeinsam, ja? Wie gesagt, keiner wollte. Ja. Und dann landete der bei unserem Händler, den wir kennen. Ja. Und dadadurch, dass dann unser BMW, ja, ja, bitte mal. Sieben Jahre oder was, sieben Wochen stand, ja, konnten wir halt nicht so agieren, wie wir gerne wollten. Muss ich mal ein bisschen schmal machen hier. So. Ist der mit uns natürlich ganz schön in den Paraderad gefahren hier im Video, ne? Aber egal. Und hatten dann, ist ja sein Pech, wenn er nicht aufpasst. Naja, auf jeden Fall ja, stand er sieben Wochen und ja, ohne Ölwanne. So, und ihr wisst, was das bedeutet. Ja, bei Wind und Wetter ohne Ölwanne geht gar nicht. Ja, BMW E36. Somit mussten wir ihn leider, ja, entweder direkt nach BMW geben oder aber ja, irgendjemanden andrehen quasi und dafür ein anderes Auto mitnehmen. Und so kamen wir eigentlich zu unserem Baleno oder S-Team. Ja? So kam das dazu. Ja, und das war dann auch ganz gut. Und darüber bin ich auch ganz froh, dass es so kam, wie es kam. Leider nicht unbedingt wegen den Umständen, also was davor war, ja, dass der in der Werkstatt da so ein bisschen quergeschossen ist, sag ich mal. Das fand ich nicht so die feine Englische. Ne? Und das ist eine ganz andere Geschichte auch. Und auf jeden Fall von dem BMW habe ich auch noch mal ein Video gemacht. Ja, wo der da auch noch auf dem Platz stand und war ein E36 316 Kompakt, war das, ein weißer. Ja, Automatik, ne? Ich meine, eigentlich robust, ja. Da hätte nur die Ölwanddichtung gemacht werden müssen. Aber es gab 3-4 verschiedene, nur für dieses Modell, ja. Unter dieser Fahrgestellnummer und Typenschlüsselnummer und was nicht alles. Das ist irre, Leute. Ja? Und dann kommt ihr da so auch so richtig blöd ran an den Schrauben. Ja? An einigen kommt er gut ran, dann müsst ihr da noch was ablassen, hier noch was. Ja, und irgendwann passt es dann mal. Ja, habe ich halt mal ein bisschen geruckt und so. Das hat ihn auch schon nicht in den Kram gepasst, weil ja, na, irgendwie musste ich da ja den Abstand reinkriegen. Den konnte ich dann auch ein bisschen halten. So, und da hat er sich schon wieder künstlich aufgeregt da, ne? Und all sowas. Also, da war noch viel mehr. Also, ne? Schade eigentlich. Er war sonst ganz okay, ja? Hat auch faire Preise gehabt, aber gut. Ne? Er ist nicht der Einzige. Ne? Das dazu. Und ja. Jetzt haben wir dann ihn hier. Ne? Und der ist kerngesund. Also der braucht jetzt hier mal ein bisschen, sag ich mal, hier ganz normal hier die Inspektion, ja, die Luftfilter oder sowas. Dann läuft der wieder. Ja? Also dann, was heißt läuft wieder? Der läuft ja, aber der läuft doch wieder mit sauberer Luft. Ja? Dann kann er wieder ein bisschen was filtern. Ja, ich habe mir den Luftfilter angeguckt. Leute, der sitzt voll. Ja, wenn wir den tauschen, zeige ich euch den mal. Ja, der ist jetzt noch drin.
oder wieder. Und sobald wir den tauschen, werde ich ihn euch auf jeden Fall mal zeigen und nehme euch dabei mit. Tja, gut, also, ne? Jetzt war es das aber wirklich mit dem Video. Hoffe ich, denke ich. Weiß ich noch nicht. Ne? Weil, ja, ich weiß immer nicht, ob noch was kommt. Und deswegen verabschiede ich mich auch gern schon mal mitten im Video irgendwo. Ja, habt ihr manchmal. Ne? Wenn zu Hause, da weiß ich sofort, das kommt noch, das kommt nicht, das kommt noch. So, aber solche spontanen Sachen, ja, wo wir jetzt einfach auch mal spontan hingefahren sind, auch wo ja gedacht war, dass die vielleicht herkommen oder so. Ne? Ja, da ändert sich das leider immer. Ne? Gut, aber ihr kennt es ja, ne? Ich schneide ja nichts groß hier raus hin. Ja, und hast du nicht gesehen, habe ich keinen Nerv zu, sondern knall das so knallhart hoch, wie es kommt. Ne? Gut, also das war mal ein bisschen was Privates hier. Ne? Und meinem kleinen Leben. Ne? Und im Juni, für alle, die jedenfalls bis jetzt dran geblieben sind, im Juni werden wir nach Hamburg fahren. Ja? Und ja, da wartet eventuell ein ganz besonderer Moment, jedenfalls für mich. Und da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, wenn das klappt alles, ne, und sich das einrichten lässt. Sind wir mal gespannt. Ja, und dann, wenn er wieder zurück ist, ist auch schon wieder fast Zahnriemenwechsel angesagt. Müssen wir auch gucken, dass wir den dann auch gut takten. Ja, ich sag mal, rund 10.000 Kilometer hat er noch, dann muss er neu. Ja. Jedenfalls so mein Stand. Was geht da hinten ab? Naja, gut. Also, das soll es gewesen sein. Ihr seht ja noch ein bisschen hier vom Auto hier von innen. Ne? Und auch hier hinter mir die Latüchte. Ja. Und ja, das war wirklich spannend und hat mich doch echt geflasht. Ja. Und vielleicht konnte ich euch da so ein bisschen auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Würde mich freuen. Und ihr habt ja gesehen, ja, was es da Schönes gibt. Ne? Und ja, wäre der jetzt direkt in die USA gegangen, wofür der wahrscheinlich auch vorgesehen war und dann doch nochmal umgelabelt war, habt ihr ja den Rahmen gesehen und das wäre normalerweise ein komplettes Radio gewesen. Und für Deutschland haben sie halt gesagt, ach komm, da reicht auch ein DIN-Radio. Ne? Und ja, haben den als Baleno umdeklariert. Dann hier noch die Schutzleisten dran. Ne? Ja, so brauchten sie halt nicht irgendwas anderes noch machen. Wobei wir auch nochmal untergucken wollen, irgendwie, irgendwann, irgendwo. Ja? Ob der da irgendwie noch Kabel hat, ja, vom Kabelbaum her zu den Seitenmarkierungsleuchten. Ja? Also es sieht irgendwie so aus, als wenn er dafür Vorbereitungen hat und deswegen die Schutzleisten dran sind. Ne? Wird ja nicht ohne Grund dran sein, weil das sind Seriendinger, also sprich von Suzuki selbst und nicht irgendwie hier aus ATU oder so, ne? Aus dem Zubehör. Jo. Und so habe ich den eigentlich auch noch nicht gesehen. Außer einmal habe ich den exakt so gesehen. Das war aber dann Automatik, meine ich. Jo, gut. Genug gesabbelt jetzt hier, ne? Dann stehen wir hier fast 13 Minuten und habe ich schon wieder hier ein ordentliches Kotelett ans Ohr gesabbelt hier bei dem Teil vom Video. Also, bleibt mir wohl gesonnen, ne? Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommi, alles da. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.